Ach, immer diese stinklangweiligen Haferflocken. Das ist eine Falle! Wow, Admiral Akbar! Wow, Admiral Akbar! Frühstücksflocken! Bunte Marshmallows! Schiffsfleischimitat! Mach was Anständiges mit dem Geld. Herzlich willkommen zu diesem besonderen Video. Heute öffnen wir insgesamt 15 verschiedene Star Wars Force Attack Booster. Ich hatte einfach Bock darauf, das mal zu machen. Und ich weiß, viele von euch haben die damals oder halt vielleicht auch heute noch gesammelt. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange rum, sondern öffnen jetzt hier Pack nach Pack nach Pack. Ich suche mir mal eins raus, was nicht so ganz so cool ist. Man muss ja auch mit den schlechten beginnen und mit den krassen enden. Wir nehmen dieses hier. Beinhaltet Karten aus Star Wars Erwachen der Macht. Ja, okay. Die drei Jedi sehen zu. Als nächstes, die Macht ist mit dir, junger Skywalker. Oh, da haben wir eine glitzernde. Der X-Wing Starfighter. Oh, krass, wie der glitzert. Wow, vielleicht ist das ja eine super krasse Karte. Ich weiß es nicht genau. Stehen natürlich auch hinten immer irgendwelche krassen Details mit dabei. Dann haben wir hier, die Rebellen bereiten sich auf den Kampf vor. Und natürlich, die Rebellen fliegen zu Cloud City. Das war überhaupt nichts mit Episode 7. Lügending. Als nächstes nehmen wir einmal diese hier. Man sieht Anakin und Obi-Wan drauf und einen Death Trooper. Ich bin gespannt. Ja, das sind schon klassischere Sammelkarten hier. General Dodonna ist unsere erste Karte, die wir haben. Dann haben wir Boss Nass. Naja. Oh, cool, ein Stormtrooper. Der ist natürlich stark, finde ich. Ah, hier. Anführer der Kanji-Club, Leute. Natürlich jetzt mal endlich was aus Episode 7. Und, ey, wir haben heute hier so ein Sternjäger-Deck oder was? Schon wieder ein X-Wing. Der sieht viel geiler aus, Alter. Zum Vergleich mal. Was ist denn das? Mistkarte, das ist doch was, ey. Das sieht richtig cool aus. Ah, jetzt sehe ich auch warum. Dass manche sind hier Force-Attacks-Karten und andere sind nur Sammelkarten. Habe ich gar nicht im ersten Moment gesehen. Ich dachte, das wären alles Force-Attacks-Karten. Aber gut, wir machen weiter mit der von Star Wars Rebels. Und als erstes haben wir den guten Kanan Jarrus. Der hat recht starke Werte, finde ich. Scheint recht stark zu sein. Dann haben wir hier einmal einen Imperialen. Da steht irgendwie gar nichts dabei. Die Ghost. Natürlich auch aus Rebels bekannt. Oh, das ist auch meine Glitzerkarte hier. Ah, da fand ich den X-Wing wieder cooler. Okay, dann haben wir wieder Stormtrooper. Das sind zwar Force-Attacks-Karten, beziehungsweise Rebel-Attacks-Karten hießen sie, aber keine Werte haben die. Und dann haben wir nochmal einen Stormtrooper. Okay. So, als nächstes wieder ein offizielles Force-Attacks-Pack. Und zwar diesmal zu, es sieht aus wie Episode 7. Okay, dann fangen wir mal an. Wir haben hier den krassen Romba, ein Ewok. Scheint nicht allzu stark zu sein. Ich kenne den ehrlich gesagt auch gar nicht. Also man kennt ihn natürlich vom Sehen, aber den Namen hätte ich jetzt nicht gewusst. Dann haben wir Kylo Ren, einen Powerbonus. Okay. Stormtrooper, cool. Auch nochmal so ein Sammelbonus. Und natürlich richtig, richtig hübsch denn hier. Glitzert. Schön, gefällt mir. Oh, sogar zwei glitzern. Ich habe richtig Glück anscheinend. R2-D2. Und als letzte Karte haben wir Logray, ebenfalls ein Ewok. Ich kann mir ein Ewok-Deck zusammenbauen anscheinend. Gut, jetzt kommen wir mal zu den ganz interessanten Packs, würde ich sagen. Und wir nehmen mal das hier raus mit Cad Bane drauf. Das wird doch bestimmt nicht enttäuschen. Cad Bane, Clone Wars Staffel 6. Okay, und wir beginnen mit Anakin Skywalker, Jedi-Ritter. Count Dooku, Alter, ich habe richtig gute Karten hier drin. Oh, Pre Whistler. Und das auch noch in Glitzerform. So, dann haben wir noch Zerstörer der Handelsgilde hier drin. Und als letzte Karte auch noch Obi-Wan Kenobi, als ob. Gut, nach sowas krassem erstmal die pure Enttäuschung auspacken, Episode 8 Content, man sieht schon, richtig cool. Okay, was verwirkt sich denn da? Wir haben hier einmal Angriff auf Jakku, das wäre eigentlich Episode 7, aber hey, ich will mich da nicht beschweren. So, General Leia Organa haben wir auch noch. Dann haben wir einmal Captain Phasma in einem sehr, sehr schönen Bild. Ich finde das leider ein bisschen schade, dass die halt nicht Force-Attacks-mäßig sind und keine Stats haben. R2-D2. Und, oh mein Gott, warum haben wir denn hier jetzt... Alter. Der krasse Obi-Wan Kenobi. Warum ist denn der da drin? Der sieht ja richtig cool aus. Okay, so viel haben wir nicht mehr. Wir nehmen mal dieses hier, Force Awakens. Chief Petty Officer Unamo. Ja, gut. Erste Ordnung. Kenne ich nicht, ehrlich gesagt, vom Namen her. Den Millennium Falcon haben wir. Dann haben wir hier einmal den guten Finny Boy. Oh, und jetzt hier die goldene Karte. Tarsu Leech. Naja, ist der Gangleader natürlich, ne? Krasser Typ. Kennt man auch aus Episode 7. Und dann haben wir noch Han Solo. So, jetzt wieder ein Pack, was hoffentlich nicht so krass enttäuschen wird. Und zwar dieses hier.
Und als erstes haben wir das Wequaid-Viraten-Mutterschiff, natürlich bekannt aus Star Wars. The Clone Wars. Meister Yoda, Alter, ich habe richtig viele Jedi schon. Ich bin richtig krass. Ich habe ein richtig krasses Deck. Wer will gegen mich antreten, ey? So, dann haben wir hier das Raumhafen-Polizeischiff. Naja, ist okay. Aber nochmal Pre-Whistler. Braucht man nicht. Haben wir schon in krasser Glitzerform. Und wir haben Embo. Alter, ich ziehe richtig gute Karten. Okay, nächstes Pack. Der Imperator gegen Luke Skywalker. Okay, als erstes haben wir einen Droiden. Einfach so. Finde ich ein bisschen komisch. Na gut, hier haben wir einen mit Werten und zwar Umpass Stay. Keine Ahnung, habe ich, kenne ich gar nicht unbedingt, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Dann haben wir den guten Chewie, den guten Meister Yoda und hier die Glitzerkarte und oh mein Gott, Darth Vader, das ist ja super. Alter, der hat ja über die krassen Werte. Das ist die beste Karte im Spiel bisher, oder? Also ich habe gerade mal nachgeguckt, nur die Ghost hat ähnliche Werte und das ist ein Raumschiff. Ja, der ist richtig stark. So, 6 Packs bleiben noch, wir machen erstmal das mit dem Todesdruppler auf. Die erste Karte, die wir haben, ist Darth Vader. So, dann haben wir Chirrut Imwe aus Rogue One. Short Trooper, Küstentruppler, kennt man natürlich. Coole Sache, Glitzerform. Nice. Schreibt auch gerne mal eure seltensten Karten rein, die ihr habt. Dann haben wir nochmal den Todesstern hier auch aus Rogue One. Und wir haben Bodhi. Okay, dann machen wir diese hier auf. General Grievous und Ahsoka sind mit auf der Verpackung. Und als erste Karte haben wir einen Stab. Der hat echt schlechte Werte. Dann haben wir einen Attentäter-Druide. Der ist ganz cool, finde ich. Den mag ich eigentlich. Ein Klonkrieger. Der ist natürlich... Oh, ich habe ein paar weggeworfen. Dann haben wir den guten Chief Palpatine. Der hat auch recht schlechte Werte, ne? Aber hier ist er auch noch im Senat. Und als letztes haben wir nochmal Mandalorianer, Pre-Whistler. Nächstes Paket. So, und wir beginnen einmal mit dem königlichen Sternschiff von Naboo. Dann haben wir einen Jedi-Sternjäger, der ist schon mal cooler als das eben. Dann haben wir hier, oh, da war schon die Glitzerkarte, Commander Baccara. Natürlich ein Klon-Commander, richtig cool. Count Dooku darf auch nicht fehlen, der ist auch in meiner Sammlung. Alter, guck mal, wie grimmig er guckt. Und was haben wir, oh, Qui-Gon oder was? Qui-Gon Jinn. Alter, guck mal, wie krass Vader im Gegensatz dazu ist. Also von den Werten. Warum ist Vader so viel krasser, Alter? Aber gut. 3 Pakete haben wir noch, wir nehmen erstmal das hier mit. Obi-Wan und Ventress. Und nun haben wir Onfritar. Naja, ne, war jetzt noch nie so mein krasser Liebling. Wieder ein Klonkrieger. Und dann haben wir einen AT-RT Walker. Pre-Whistler gegen Obi-Wan. Und wir haben als Super-Duper-Karte Obi-Wan und Anakin Skywalker. Jedi-Ritter. Count Dooku gegen den guten Luke Skywalker. Okay, und als erstes haben wir Obi-Wan Kenobi, der unfassbar schlecht ausgeschnitten ist. Also, da hat der Praktikant ausgeschnitten. Oh, Salacious B. Crumb. Grüße an Rivat, hallo. Dann haben wir ihn hier, Oppo Rancisis. Ja, dann haben wir die Tantive IV. Und wir haben Luke Skywalker. Also ich krieg, ey, oh Gott, der hat richtig gute Stats. Guck mal, der hat die beste Abwehr im Spiel bisher. Letztes Pack, Leute. Letztes Pack. Wir haben Darth Maul gegen Obi-Wan Kenobi. So, als erstes haben wir hier einen Mon Calamari. Hat keine guten Werte, leider. Dann haben wir ein Raumschiff. Und zwar einen umbaranischen Panzer ist das. Ja, natürlich. Cool. Nice, dass da auch solche Karten drin sind. Dann haben wir wieder einen Klonkrieger. Und zwar Senka. Ai, nee. Die will ich nicht haben. Die ist ja richtig hässlich. Und dann haben wir noch eine Magna-Wache. Und damit haben wir alle. Damit haben wir alle. Lamari hat keine guten Werte, leider. Dann haben wir ein Raumschiff. Und zwar einen umbaranischen Panzer ist das. Ja, natürlich. Cool. Nice, dass da auch solche Karten drin sind. Dann haben wir wieder einen Klonkrieger. Und zwar Senka. Ai, nee. Die will ich nicht haben. Die ist ja richtig hässlich. Und dann haben wir noch eine Magna-Wache. Und damit haben wir alle. Damit haben wir alle. Und damit haben wir hier alle Karten einmal ausgepackt. Hier sind nochmal meine ganzen glitzernden Karten, die ich gezogen habe. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Gerade halt natürlich Darth Vader, ne? Luke, Anakin, Obi-Wan, Qui-Gon, Obi-Wan nochmal einzeln. Hier haben wir Embo auch nicht zu unterschätzen und Pre-Whistler auch nicht. Und R2-D2 natürlich auch nicht. Die Schiffe, ja okay, Stormtrooper, okay. Aber ansonsten richtig coole Karten mit dabei. Habe ich gute Karten gezogen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und natürlich schreibt gerne rein, wie ihr das Ganze fandet und was ihr für Karten habt. Welche krassen seltenen. Damit war's das. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao, ciao.